Willkommen zu einem neuen Tag hier in unserem neuen Minecraft Dörfchen. Und der Michelle hat sich jetzt auch noch dazu. Ja. Genötigt. Genau, der ist auch noch wieder mit dabei. Hätte hier Und genötigt, die haben dich eben gefragt und du hast zugestimmt. genötigt hört sich Wurde besser dazu an. genötigt. Ich Ja. bleibe dabei. Okay, Ja, wir haben immer noch ein gewisses Nahrungsproblem. Und müssen mal schauen, ob wir ein bisschen hier was finden. Hier laufen überall Pferde rum, aber nichts Essbares. Pferde kann man auch essen. Nein. Leider nicht in diesem Spiel. Ja, das ist das Problem. Das Spiel ist unrealistisch. Unrealistisches Minecraft. Mein Gott, ey, was kann die? Aber vielleicht kriegen wir ja Nahrung, wenn wir die Pferde in die Lava schubsen, vom Lavagott Ich habe hier, gesponsert. denk nicht dran. Ich habe noch kein Gestüt. Wenn ich ein Gestüt habe, meinetwegen, aber ich brauche Oh, welche, um sie zu züchten. hier ist eine Kuh. oh mein Gott. Yes. Ich hätte nur gerne mal ein Schaf, dass ich endlich mal ein Bett bauen Hier ist ein kann. Schaf bei mir. Wir haben nämlich jetzt auch Let's demnächst vor, mal. Oh, hier ist ein Esel. Zählt Esel auch als Pferd? Nee, ja, Nein, schon jein. von. Ein Esel hat große Taschen. Wo haben wir hier viele Hühner? Wir müssen die Hühner mal irgendwie zusammentreiben. Ja, ich habe schon Hühnereier, falls könnten wir eine Hühnerfarm irgendwann Ich habe aufmachen. zwei. Hühner, ist das die Frage? Soll ich die Hühner hier zerhacken für ihre Eier? Nein, für die Eier ganz Nicht bestimmt nicht, wenn schon fürs alle. Fleisch. Ja, nee, aber Ich hier, habe. liegen hier eine Menge Eier. Ich meine, da kann ich Hühner ja spawnen. Ja, du könntest So. eben. Lass einfach. Ja, ich fange jetzt mal an, hier auf Kallis Haus einen Hühner zu pflanzen. Stone Was? Pickaxe. Ach nee, das hab ich nicht laut gesagt. Ich war auf deinem Gestüt oben einfach eine Hühnerfarm. Stone Axe. Das Gute daran ist, die sind auch nicht laut. Ja, nee, aber Das eben, stimmt. wir können echt mal einfach so hier. Da wohnt der Davy. Wer ist hier vor dem Fenster? Ich würde es genau neben meinem Bett machen. Da ist. Okay. Nee, jetzt mal im Ernst. Soll ich es hier einfach so hinbauen? Hier so zwischen unsere Häuser? Ja, ich würde es ein bisschen weiter weg machen, weil dieses Quaken ist extrem nervig. Das stimmt. Aber ich will nicht so weit laufen. Ja, dann machst du auch in deine Höhleneingang rein. Unterirdische. Ja. Weil ich hatte mal so eine große Hühnerfarm, da hat der Server auch mal angefangen zu laggen. Wenn man in der Nähe war, die hatte mehrere tausend Hühner. Ja, da haben Das ist sich dann aber. durchgehend versucht, die Leute von Greenpeace und Co. einzuloggen, um praktisch gesehen das Ganze aufzulösen. Massenzucht. Ja. Michelle, weißt du zufällig noch, wie man eine Zauntür baut? Ja. Wie denn? Na Gut, Stick. ja. Stick. Ach, das hatten wir Stick. jetzt schon Stick. mehrfach. Ja, das ist die offizielle Bauweise. Ja, natürlich, nein, nicht ganz. Also, was du brauchst, ist Stick. Dann Planks. Wohin? Stick, Planks. Stick. Oh, ich mach sogar. Ah. Ich brauche das sogar richtig schön Funktioniert's? für die. Gut. Danke. Stimmt, wir brauchen ja auch so eine Tür dafür. Ich hasse es, mit Steinwerkzeug zu arbeiten. Mein Gott, ist das ein Rotz. Ja, das Diese stimmt, das armen dauert alles so Stanzelmenschen. lange. Ich Ich arbeite vermisse immer nur meine mit. Diamond Pickaxe, die Ja. verzauberte Unbreaking Efficiency Pickaxe. Oh. Ich Ach. arbeite immer nur grundsätzlich mit Ja, weil. Ja, Kadi, du bist aber auch eine Masochistin, und zwar eine gnadenlose. Also das zählt nicht. Ja, du gehst ja auch nie ins Dunkle, aber wenn wir die Mine erforschen, für die wir natürlich heute noch Essen sammeln müssen, Genau. dann musst du mitkommen. Also ich muss jetzt nochmal eine Tür bauen für so ein Gate-Dings. Ich hole gerade noch mal ein bisschen Holz und nebenbei halt ein bisschen Essen. Oh, ich sehe gerade, ich habe gar keinen. Ich habe nur noch zwei Holzbretter. Okay, also ich brauche Sticks, ne? So war das. Ja, Sticks Sticks. und Holzplanken. Oder wie man sie auch Oh, immer da nennen möchte. brauche ich definitiv noch ewig viel Holz, weil ich habe keine mehr gerade. Ich werde auf jeden Fall eine ganz große Weizenfarm hier hinpflanzen, Das weil ist ich gut. ganz viel brauche für meine Boxen. Ach, ich mache einfach eine Zombie-Farm und esse Gehirne. Ja, stimmt, das bringt super was. Auf die Dauer. Ja, ausgewogene Ernährung. Weil mal ist es so einer, mal ist es so einer. Ah, Pferdchen. Ah. So. Also eine riesen Weizenfarm wäre eigentlich das Beste, was man machen kann. Das ist.
Also das werde ich auf jeden Fall machen. Das baue ich hier links neben mein Gestüt dann hin. Momentan haben wir nur das bisschen hier am Wasser, aber das wird so diese ganze ebene Fläche, die da ist, das wird ein großes Weizenfeld werden. Okay, also wie viele Sticks braucht ich für eine... Beziehungsweise Vier. eine Weide kommt noch, aber der Und Großteil. wie werden die angeordnet? Glaube Ah, unten. passt schon, ich hab den Zaun drauf, passt. So schwer ist es eigentlich nicht. Und Ja, ich hab's ein bisschen versucht, logisch ranzugehen. ach, das Also. ist ein schwerer Fehler in diesem Spiel. Ja. Das habe ich auch gemerkt. So. Ich bräuchte noch ein bisschen Eichenholz. Oder ja, Eichenholz nicht unbedingt, generell Holz. Dann viel Spaß. Boah, es ist nicht ein einziges Huhn gespawnt. Warum habt ihr eigentlich eine Verbindung zu meinem Dach? Was soll das? Ja, gut, Fabi, Hühner züchtest du normalerweise mit Korn, ne? Ja, aber ich wollte die erstmal mit Eiern dort überhaupt welche drin haben, Warte, ich weißt komme du? gleich und bringe Eier mit. Dingeldingeling, hier kommt der Eiermann. Hat noch irgendwer Glas? Nee, wir Woher? müssen uns auf jeden Fall mal aufmachen Ich habe der und Kali meine 30 Glas gegeben. das waren 19. Sag ich doch 30. Dankness Sand. So. Wir sollten uns, wie gesagt, mal aufmachen auch mal und ein Wüstenbiom suchen bei Gelegenheit. Hier ist Sand. Ja, erst einmal möchte ich überhaupt eine Eisenrüstung anhaben. Davor bewege ich mich gar nicht hier aus dem Haus. Weil da fühle ich mich sehr unsicher. So nackt, irgendwie. Ach shit, war das meine letzte Schaufel? Boah. Ah doch, ich habe noch eine, passt. Ich muss noch ein bisschen Steine Aber noch ich baue weiter schaffen. meine Hühnerfarm auch meistens so, dass die Eier automatisch gleich abfließen. Ah, interessant. Dass die alle zu einem Punkt kommen, also dass die Hühner quasi schwimmen. Und dass Ja, das ist man. jetzt. Ja, Hühner, was bist du für ein gemeiner Tierkiller hier? Ein ganz gemeiner. Denn auf mehrere Stockwerke am besten, dass die Eier rund durchfallen. Er ist ein Sadist. Effektivität. Das ist mir Ja, egal. genau. Das sagen sie immer. Ich glaube, ich fange mal an, mit da oben eine Kapuze zu bauen. Eine Kapuze. Nein, keine Kapuze, eine Kapuze. Oh shit, das wird dunkel. Sag ich doch. Und. Ach, ich muss. Da hinten läuft wer? Irgendwo habe Ist ich das einen der Day? Enderman. Jo. Ja, die Endermans sind voll brutal, die schubsen. Naja. Oh Gott, ist das dunkel. Gut, dass hier der Lava noch. Der Dann nehme ich mir Lava-Gott noch doch seine lieber diesen Medizin kleinen hat. Hügel da. Nee, ich nehme den großen Leuchtturmhügel. Ja. Das gibt das Licht. Wo sind deine Hühnerfarm? Die ist eher in der Höhle drin, wo wir. Ich kann nicht raus, weil ich dich sehe. Moment, ich kann es dir gleich zeigen, wenn ich es schaffe, über diesen Berg zu kommen, wo ich nicht sehe. Über 7 Hügel musst du gehen. Ah, ich hab's geschafft. So. Einfach in der Mine, Ja, ich oder wo wir bin am gerade Anfang da. drin waren, genau. 14 Eier, nicht ein Huhn. Noch ein Huhn, ja! Yay! Ich muss noch ein Glasdach drüber bauen, Day, weil ansonsten Können die ja fallen raus. Zombies rein. Ach so, ja. Ja, Die tun ja den Hühnern nichts. aber trotzdem habe ich keinen Bock, da permanent auszumisten, weil stinkt ja auf die Dauer. Das stimmt. Day hat uns übrigens Schwerter gemacht, falls ihr euch gewundert habt, wo wir die her haben. Er hat mich unter der Erde mal Eisen mitgeklaut. Dein Eisen? Nein, nein, nein. Du hast unter der Erde mit Eisen mitgehen lassen Ach so, quasi. ja, das stimmt. Ich habe ja eine Idee für ein Haus. Es wird ein sehr interessantes Haus. Es wird mal kein Zwergenhaus ausnahmsweise. Kadi, hattest du nicht eigentlich eine Leine? Ich? Nee. Also ich habe zwar, ich habe gesagt, ich habe Fäden, aber ich habe noch keinen Schleim, um es zu einer Leine zu machen. Ja, dann Okay. bauen wir ein Sumpfbiom. Ja, haben wir ja da. Also, nee, Dschungel haben wir, stimmt. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich Hühner zerhackstückeln. Wir brauchen noch ein zweites Huhn da drin, dann können sie sich ja vermehren. Ja. Da hinten war noch eine ganze Menge Hühner, die müssen wir gleich mal schauen, dass wir die mitbekommen. Ja, vor allem brauchen wir, sollten wir schnell viel Essen kriegen, damit wir da runter können. Ja, das wäre von Vorteil. Naja, ich hungere hier schon gemütlich vor mich hin. Ja, ich auch. Ich kann euch ein bisschen was geben, ich habe ein bisschen was zu essen. Wir haben einen Apfel, das muss reichen.
Hab auch noch ein bisschen was, also ich hab doch 11 ich hab mal. 5 Steaks habe ich noch. Also ich hab 11 mal Schweinefleisch, 12 mal meine Hühnchen. Was? Ich hab gar nichts. Also ich hab auch noch Hühnchen, genau, 3 Hühnchen habe ich auch noch, ja. Ich baue mir nur mal noch, wenn wir da in diese Mine reingehen, baue ich mir mal noch 2 Schaufeln oder sowas. Spitzhacken, ja. Aber auch mal eher am besten Eisenspitzhacken alle irgendwie, damit wir yep. da auch sinnvoll was abbauen können. Nicht, dass wir dann hier irgendwie die wertvollen Sachen finden und keiner kann es abbauen. Ich hab Eisenspitzhacken. Yay. Kann euch auch noch welche machen, so. Kann man nicht. Das wäre echt nett, ja. Ich hab schon das komplette Eisenequipment gebraucht. Wow. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Glas. Oh, ich muss auch mal was essen gleich. So, ich habe jetzt jeden von euch nochmal eine Spitzhacke gebaut. Okay. Yay. 2 Glas brauche ich noch. Den Rest kann ich abgeben. So, das machen wir als Grundplattform. So. Oh, oh. Kadi! Was denn? Kadi stand eben unbeteiligt in der Gegend rum, während ein... Ja, hier kam gerade ein Creeper von der Seite angezischt. Angezischt. Eieiei. Jo, danke. Und dein erstes Eisenwerkzeug. Ja. So, das heißt, jetzt ist es von oben zumindest schon mal... Ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Das nehme ich erstmal zu. Hätte da was hingelegt. Oh, danke dir. So, jetzt habe ich hier von oben nochmal so eine Glasteil rein, dass die. Hast du mal noch eine Fackel, die man da reinstecken kann, damit die nicht so ganz im Dunkeln hocken? Ja. Perfekt. Die. So. Vor allem die. Ja, das eine Hühnchen. Es werden irgendwann noch mehr. Ja, ja, wir müssen nochmal ein paar jagen hier. Durch Inzucht generiert. Naja, weil Inzucht ist schön und gut, aber alleine geht's nicht. Naja. Solo-Zucht. Das ist die Kuh mit den 3 Geschlechtern in sich drin. Ja. Also bei gewissen Tieren mag das ja gehen, aber nicht bei Hühnchen. Oh, da ist noch ein Hühnchen. Unten im Wasser sind total viele Hühnchen die ganze Zeit. Ich habe jetzt ein Problem. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier runterkomme. Ja. Vorsicht, der hinter diesen Bogenschützen! Die sind auf der Mauer! Oh. Wow! Zum Glück habe ich eine Rüstung. Deswegen habe ich Ohr gesagt. Sollte ich darauf hinweisen. Da kommt der nächste. Ja. Oh, das ist noch ein Zombie. Oh, hier geht's aber ab. Mach mir ja nicht alles kaputt, da kommt meine Weide hin. Jetzt muss ich alles gleich wieder zuschütten. Wow, hier ist aber auch viel Betrieb gerade. Weißt du wieso? Damit wir leveln. Monster Party. Wow, ich bin abgestürzt. Nein, hilf mir, ey. Ach, du bist auch abgestürzt. Ja. Ah, ich bin erwischt. Phew. Ah, ich komm schon mit Erde zum Zuschütten. Wo waren hier noch irgendwelche, dass echt viele Pfeile damit abgewischt hier? Abgewischt. Erwischt, wollte ich sagen. Aber wo sind Hühnchen, Day? Ah, da. Oh, Achtung, Bogenschütze. Spinne. Hier ist noch eins. Hier sind 2 Hühnchen. Ah, ich sehe hier so schlecht. Ist auch dunkel. Oh, ich hätte fast den Esel zerhackt, weil ich dachte, er ist ein Zombie. Ich dachte, ich habe eben Eier eingesammelt, aber irgendwie habe ich ja keine Inventar. Weil dass du keine Eier hast, war mir von Anfang an klar. Hier ist noch eins. Und eine Kuh daneben. Geh mal weg, Kuh, ich will nur das Hühnchen zerhacken. Kuh brauchen wir noch. Ja. Ich habe unseren Berg hier ein bisschen beleuchtet. Ich habe keine Eier. Ja, sag ich doch. Da, nee, hier ist eins. Dunkel war's.
Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier aber auch mal Zombies, Skelette. Zombies, Skelette. Die ersten Schnitt und dann gebe ich auch schon direkt weiter an die Kadi. Also dann, bis gleich. Bis gleich.